Ich habe jetzt alle drei Segmente gleich durch. Oh Gott, das war so dumm von mir, das war so dumm von mir, aber ich habe es gesagt. Oh Gott, nein. Ah, hallo und sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action und zwar mit unserem geliebten Den allein. Hallo! Hallo, Kev. Ja, heute wartet auf uns eine neue Challenge, aber bevor wir zu der übergehen, steht hier erstmal in der Mitte ein geiles Auto. Kev, wie hast du dir das denn leisten können? Es ist ein bisschen geschrottet, es handelt sich aber um einen Supersportwagen und zwar haben die GTA-Server, die haben ja am Anfang gelaggt und da konnte man häufig nicht spielen. Und deswegen hat jeder Spieler ein Vermögen von 500.000 Spielgeld-Dollar gekriegt. Und im Livestream habe ich mir den vollends zusammengetunt, dass mein persönliches Fahrzeug geilo. Richtig gut. Ich habe jetzt auch 500.000 und ich muss mir auch mal was kaufen. Aber erstmal haben wir eine neue Challenge am Start. Achso, Dena, einen Tipp. Ja? Kauf dir so schnell es geht was. Sobald du stirbst, verlierst du übelst viel, egal ob es auf der Bank ist. Ja, egal, Jolla, jetzt will ich erstmal eine Challenge machen. Okay, gut. Challenge time. Los geht's. Challenge time. Also, wir sind beide im Flugzeug und wir werden beide erstmal starten und hoffentlich unser Flugzeug nicht direkt dabei schon kaputt. Mann, Kevin, wie fährst du denn? Was soll ich denn machen hier? Ciao, Baby. Ich heb lieber erstmal ab, denn wir haben eine Challenge von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Und zwar lautet, ich muss erstmal hier. Ich muss mir auf dem zweiten Bildschirm die Challenge schon mal angucken. Was ist los? Oh, du bist unter mir. Na, ich bin über dir. Hättest du jetzt hochgedrückt, den Steigknüppel hätten wir uns gerammt, ne? Die Challenge kommt von King Max und zwar ist die Challenge unter so vielen Brücken in 10 Minuten wie möglich fliegen mit einem Helikopter oder einem Flugzeug. Wir haben uns für ein Flugzeug entschieden, weil es noch ein bisschen schwieriger ist. Und ich würde sagen, cool. Kev, du kannst dir einfach mal einen Timer stellen. Ah, du sagst mir, lass dir jetzt mit meinem Timer stellen, wo ich in der Luft bin. Das sagt er mir jetzt. Davor hat er wirklich nichts gesagt. Nichts gesagt. Kev, Timer, gar nichts gesagt. Soll ich einen Timer stellen oder wie? Wartet, weil ich schon. Ich kann es schon machen. Vorsicht, Kev, du stürzt ab. Nicht abstürzen, Kev. Willst du sowieso gleich anfangen? Ich fliege gleich zum Dings da zurück, warte. Ja, wir müssen auf jeden Fall so nebeneinander starten, damit nicht einer näher bei einer Brücke ist. 1-0. Also 10 Minuten, ne? 1-0. 10 Minuten haben wir und hier ist alles drin. Okay. Ja, Vorsicht, dreh nach rechts. Oh Gott, das war richtig knapp. Junge, ich sag doch, ich dreh nach rechts. Was machst du denn da? Ich wollte bei dir sein. Ich wollte in deiner Nähe sein. Wieder, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Okay. Komm, weißt du, wie man landet? Ach so, wir landen schon wieder, okay. Ja, klar weiß ich, wie man landet. Das ist lustig, dann. Na, guck mal, kann ich den Timer besser stellen? Ich will nicht in der Luft, den Dings da. Du kannst ihn nicht in der Luft stellen, Kev. Stallos. Viel fairer vor allem auch, da kann man nicht, okay. Wo man will. Man darf nicht zu langsam werden, sonst kracht man nämlich so runter, weißt du? Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Ich habe mir im Singleplayer, also alleine, habe ich gestern so viele Militärjets erfolgreich geklaut und dann geschrottet beim Landeanflug, weil ich zu langsam war. Und weil da so ein Bug ist, dass immer, wenn man auf deinen Startbahn ist, immer ein Jumbojet landet, direkt immer? In dir. Ja, in der, wo du jetzt drauf bist, da landet immer ein Jumbojet, wenn du da landen willst. Ja, alles klar. Hier können wir ja nebeneinander anfangen, das läuft eigentlich. Dann würde ich sagen, von hier aus unter Brücken, das heißt, es zählt jegliche Brücken, man muss einfach nur irgendwie unter die durchkommen. Man darf sich diesmal, denke ich mal, nicht gegenseitig töten, das wäre scheiße. Ja. Und wenn man stirbt, darf man sich Heli oder Flugzeug nehmen. Wenn man stirbt, darf man Heli. Nein, wir machen so, wir nehmen beide Heli, weil bei dir spawnt ja nichts. Das ist so, weil Dena noch vom Level zu niedrig ist, spawnen die Jets nur bei mir. Okay, das heißt, wenn man stirbt, darf man sich ein Heli holen. Richtig, wir können ja unsere Heli stellen, das spawnt ja bei dir auch was, ne? Okay, alles klar. Alles klar, dann würde ich einfach sagen: 3, 2, 1, go! Start gedrückt, du Fieser! Oh, aber du startest schneller. Was ist denn besser? Lieber länger fahren oder lieber schneller starten, Kev? In der Luft, sobald du nämlich deine Räder eingezogen hast, ist man schneller. Ich bin jetzt schon in der Luft! Ah, Kev, ich lass dir mal so ein bisschen Vorsprung. Die erste Brücke! Oh ja, da ist die erste Brücke. Yes. Alles klar. Darf man die gleiche Brücke campen? Nee, man darf jede Brücke nur einmal benutzen. Ich hätte ja drei Segmente, das heißt, es zählt als drei Brücken. Oha, okay. Aber nur wenn es so wirklich klar abgetrennte Segmente sind. Ja, so wie hier jetzt zum Beispiel, ne? Ja, das sind drei Segmente. Es sind sogar vier. Ja, mehr sind sogar noch. Fünf sind, aber die sind richtig schwer am Rand. Eins! Okay, ich habe auch eine. Und zwar die gleiche wie du. Bestimmt fahren wir jetzt immer die gleichen lang. Ich hole mir erstmal die einfachen, glaube ich, und dann die schweren. Okay, ich hole mir gleich den hier. Hier ist der zweite. Papa hat's drauf. Und die Nummer zwei! Yes, zwischen den Häusern durch. Also die war schon etwas anspruchsvoller, muss ich sagen. Ich hole mir jetzt auch eine ziemlich schwere. Also, naja, nicht ziemlich schwer, aber... So, zweitens, die war gar nicht so leicht. Jetzt habe ich so ein bisschen Anlauf, aber wirklich nur Brücken, nicht so andere Sachen. Jetzt müssen schon so richtige Brücken sein. Ich habe jetzt alle drei Segmente gleich durch. Oh Gott, das war so dumm von mir, aber ich habe es gesagt.
Oh Gott! Nein! Drei! Oha! Das war richtig knapp, Alter! Alter! Lena, ich hab drei Stücke, wie hast du? Ich hab auch drei. Ey, du hast. Diese Kräne sind voll mies. Ah, die sind das gehen nicht. Hä? Die sieht man immer erst übelst. Ich bin gerade richtig knapp nicht gecrashed, gerade eben nach der Brücke, weil ich mich richtig verschätzt hatte. Und die Nummer 4, Baby. Ich musste mich erstmal kurz ein bisschen beruhigen. Jetzt hole ich mir gleich die 4. Jetzt ist die Nummer 4. Und da unten ist die Grove Street. Wo sind weitere Brücken? Ja. Da vorne ist eine. Oh, okay. Einfach sie auf Landen gedrückt. Oh, okay. Nein. Das ist gar nicht so leicht hier, ne? Naja, doch, die geht jetzt hier. Die sind richtig schwer, die Brücken, glaube ich. Weil die. Da. Alter, ja, diese 4. Autobahnbrücke. Sag mir nicht, du hast die Autobahnbrücke genommen. Doch, doch. Nein, habe ich noch nicht. Noch nicht, aber hier hole ich noch. Ha? Fuck. Damit durchfahren darf man ja auch, ne? Durchfahren? Ne, man muss ja in der Luft sein, oder? Was? Dann schafft man die Brücken hier gar nicht. Ja, es gibt aber auch andere, die man schaffen kann. Wow, okay. Ne, man muss sich da hinten zum Flugplatz fahren, das sind die meisten. Also 4 habe ich jetzt schon. Wie viel hast du? Hast du schon 5 oder hast du 4? Okay, 4. Wow, fuck! Wuhuhuhu! Geschafft! 5! Alter, das hättest du sehen müssen, das war mehr Glück als Verstand! Oha, das wird jetzt eng, das wird jetzt eng, das wird jetzt eng, das wird jetzt eng, das wird jetzt eng. Oh Gott! Und 6! Ja! Ich hab es geschafft! 6 hab ich! Nein! Ich dreh durch! No! Ja, Gab ist gestorben! 6 hab ich aber! Ich hab aber auch schon 6, aber ich bin noch im Flugzeug! Fuck! Aber das kostet jetzt Zeit, dass du zum Heli kommst, aber eigentlich ist es dann mit dem Heli leichter zu holen. Heli ist wesentlich leichter zu holen. Aber das Ding ist, ich verliere wirklich massig Zeit. Weil ich noch mal spielt. Oha, oha, oha. Das ist 2 Kilometer entfernt. Yeah, 7. Bam. Nein. Ey, das Ding ist, lass mich raten, du spielst die sichere Variante, oder? Ja, die waren schon mal relativ riskant. Ich bin schon ein paar Mal gestorben fast. Die so, dass man gerade so mit dem Flugzeug durchpasst. 2 hintereinander. Ich nehme jetzt auch so eine. Fuck, Alter, die hätten eigentlich mehr zählen müssen. Nein, die trau ich mich nicht, die trau ich mich nicht. Ja, dann muss man sich. Dann müsst uns mal einen Zuschauer machen, dann machen wir Challenge dann nochmal. Dann machen wir das so: Da kann jemand uns eine Liste, eine Karte machen, wo er jede Brücke einzeichnet und die Punkte daneben schreibt. So 1 bis 5 Punkte pro Brücke. So. Das wäre übelst geil. Das können wir uns mal machen, so ein Bild müssen wir uns schicken. Ich bin ja nicht an der Brücke gestorben, ich bin zum Beispiel an den Pfeilern, die an der Seite waren, dass man einfach nicht mehr hochziehen konnte, zum Beispiel. Ja, das war übelst. Das ist mir auch schon passiert. Oh, so, ich darf auch nicht mit den gleichen Brücken nehmen, ne? Nee, nee, auch nicht mit dem Heli jetzt dieselben. Aber also ich suche gerade auch schon Brücken. Aber die schon nicht. Mit gutem Gewissen das machen, ne? Ha? Also, mit gutem Gewissen darf man nicht alle nehmen. Nee. Also, weil ich habe mir jetzt wirklich nicht alle gemerkt, wenn ich wirklich zufällig, ohne es absichtlich zu machen, gleich nehmen sollte. Da. 7 Stück. Boah, da sehe ich Brücken. Boah, diese Autobahnbrücken hat ja 1000 Segmente. Ja, vor allem geht es nicht, weil da immer so viele Schilder sind und so weiter. Ich finde gerade keine. Ich will immer noch Ach, du hast schon Heli. Ich bin direkt jetzt am Landeplatz und die Brücke ist direkt da. Diesel, Miesel, Diesel. Wie hast du ihn schon? Ja, 7. Ein mehr als ich. Stopp. Oh, das hätte ich nicht tun sollen, Nein, jetzt war es geschafft, aber bin ich gestorben. Nein. Ich war fast durch. Verdammte Scheiße, Alter. Wie, ich spawne so weit weg. Oh nein. Es ist noch ein Heli und den nimmt Papa mit. Ja, es kommt neuer Heli, wenn ich da bin. Oh, Shittle Missile, Alter. So, du hast jetzt immer noch 7, ne? Ja, aber das war fast 8. Ich war fast durch. Scheiße. Oh, okay, ich hab einen zweiter gelandeten NPC ist neben mir gelandet, lol. Hast du 6 oder 7? Ich hab 6 gerade. Okay, das heißt, einen bin ich noch voraus. Ein bin ich noch voraus, das könnte was werden, wart's nur auf. Das ist unfassbar. Was sagst du? Die hat so viele Segmente. Ja, so viele Segmente. Aber die sind übelst verstrickt ineinander. Ja, und da zählt jeder als eine, ne? Ja. Fuck. Und? Ich seh dich schon. Die 7 ist da. Scheiße. Schiesel, Miesel. Oh. Aber gleich hab ich meinen. Gleich hab ich meinen Scheiß, Alter. Runter, 7. Ah! 7? Der streift die Straße. Runter! Aha. Gleich hab ich aber meinen Heli. In der Luft bleiben! Ich hab stürzt nochmal ab. Ach, joi! Alter, hab ich mich durchgemogelt. Kommt die Leute! Bleibt in der Luft, Junge!
Nein. Ich höre einen Heli so nah. Ah. Oder ist ein NPC, der hier landet? Bei mir landet auch ein NPC. Also nein! Was? Nein! Was ist los? Bleib hier! Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Hä? Fuck. Mich raus. Das zählt nicht. Immer noch bei 7. Okay. Acht! Bam! Boah, Alter, war das... Okay, Autobahnbrücke, nein, danke. Oh, das ist voll easy peasy. Du bist hier vorne? Ich bin das hier. Der bei den Brücken ist. Oh, oh. Ah, das sind aber echt nicht leicht, ne, weil da überall so andere Sachen dran sind. Okay, hier war ich noch nicht durch. Bin ja da links durchgefahren. Die ist klein hier. Das heißt, jetzt... Nein! Fuck, ey, mein Heli hat gar keine Power mehr. Boah, ich nehme so eine richtig langsame. Darf man auch fahren oder nicht? Ja, du hast gesagt, man darf auch fahren. Man darf den Boden so minimal... Fuck, mein Heli ist kaputt! Und ich hab 8. Wie hab ich 8 oder 9? Ihr habt dich extra nicht getötet, weil wir das vorher gesagt haben. Was war das denn für eine coole 10, Alter? Das ist schon 10? Ja! Und das war voll die geile 10, dann kannst du nichts sagen. Ja, gut. Okay, aber hab ich 8 oder 9? Was hab ich denn gesagt, Lena? Ich weiß nicht, aber kannst mit 9 zählen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe 9, ich bin mir aber auch nicht sicher. Gott. Ich weiß es mal wieder ein Heli. Elf! Was? Das ist die Elf. Alter, versucht ein NPC über mir zu landen? Nee, neben mir. Da landet immer einer, wenn ich hierher komme. 11 Stück, Hef. Oh mein Gott. Vorne ist aber noch eine Autobahnlücke, da war ich noch nicht. Okay, das heißt, wir haben jetzt... Hoppala. Was ist, wenn zwei Brücken übereinander sind? Ja. Stopp, ne? Ha, nee, die zählen nicht, aber wenn es so direkt eine ist, dann ist nur eine. Ich darf nur einmal durchfliegen, ne? Okay. Dann hab ich hier jetzt... Oh nein, nicht kaputt gehen! 10? 12! Und jetzt kommt die 11. Runter, yep. 11. Ja, 11 habe ich. Und hier vorne kommt die 12, wir flucht hintereinander! 12. Hier kommt die 12. Oh nein. Ja, die 12, nein! Und da ist die 13. schon vor mir. 13 habe ich. Ich hab 12. Ich hab 13. 12. Okay. Oh Gott, ist die tief! 14! Fuck! 14 für Dena! Oh. Das ist... 13! Hier geht's runter! Okay. 13 hab ich... Hier sind keine Brücken mehr! Das ist 14, ne? Ja! Oh Gott! Tiefer! 15! Yes! Ah. Oh yeah! Und 16! Oh, da vorne bist du ja geil. Ich hab 13 waren das, ne? Ich hab 16. Scheiße, du fährst auch einen Kanal lang, ne? Mhm, hab ich gerade entdeckt. Ja, hab ich auch gerade gehabt. Das übelste. Und 17 waren es jetzt schon. 16 hat's gerade eben. Genau, und jetzt sind 17. Ich hab gerade noch eine genommen. Hab ich hier jetzt. 17. Weil diese Ölleitung zählt nicht als eine. Die hab ich auch nicht gezählt. Aber der Kanal ist schon vorbei bei mir. Wir haben hier. Nein! Der Timer! Der Timer zugeschlagen! Jetzt wollte ich gerade hier, Dame, nein! Ich hab 14 und du 17! Yes! Das ist der Sieg für Grün, Junge! Nein! No! Wow! Jetzt habe ich hier eine Brücke mit so vielen Segmenten gerade gefunden! Yeah! Und jetzt hätte ich 15 gehabt und jetzt 16! Das ist der Sieg! Der Sieg! Aber der Timer, der ist unumstößlich, man hört es selber. Bing, 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 bing! Der Timer zugeschlagen! Yes, man! Dena hat gewonnen! Das war auch hammergeil. Ich fand auch, das war eine richtig coole Challenge. Ich habe mir noch einen schönen Abgang gerade hingelegt. Aber das war, muss ich schon sagen, das war mega geil. Au! Und jetzt fahre ich mich hier um. So, wo bist du? Ich bin hier auf so einer Brücke. Ich bin ja direkt so als gewonnen, habe ich direkt gedacht, jo, jolla, das habe ich ja gewonnen. Jetzt kann ich ja einfach mal aussteigen aus dem Flugzeug. Aha. Und bin auf so einer Brücke gelandet. Und irgendwie die Leute, die gönnen mir nicht, dass ich gewonnen habe, weil die sind jetzt richtig sauer auf mich so. Die fahren die alle um oder was? Ja, voll die Spacken, Alter. Voll die doofen Menschen, ey. Hä? Was sagst du? Ach, du bist hinter mir, ne? Ach, da bist du. Aber du bist im Auto. Ja, klar. Ich will mir jetzt erstmal ein Auto kaufen. So, okay.
Oder wo ist ein... Oh, Gav, nicht mich töten! Ah, ich bin ja schon einmal gestorben. Wie viel hat mich das gekostet? So gucken, ich weiß nicht, ob wir das gefixt haben, dass die Bank sozusagen nicht mehr abgezogen wird. Das war ja so, dass man damals Guthaben von der Bank abgezogen bekommen hat. Müsste eigentlich sicher sein. Also ich glaube, bei mir ist nichts abgezogen worden von der Bank. Und mir ist nur $50 oder so abgezogen worden. Das wäre voll nice. Aber ich will trotzdem jetzt lieber schnell ein Auto kaufen. Ja, ich will mir dieses geil, ich will mir diesen... Der so wie so ein Mercedes SLR ausschaut. Den will ich haben. Mann, ich wollte den explodieren lassen vor dir. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und ich brauche natürlich ein cooles Haus, weißt du? Ist ja Logo. Haus ist, wie gesagt, das kostet ein gutes, ist das, was ich habe. Aber was ist denn... Sechs Garagen und kostet 200... Aber was ist denn gut und was nicht, so? Ja, also wichtig sind die Anzahl der Garagenplätze. Es gibt teilweise welches... Also das ist schon das Beste an Preis-Leistung, was du kriegst. Weil da hast du sechs Garagen für einen recht günstigen Preis. Und bei anderen hast du einfach mal... Du zahlst doppelt oder dreimal so viel und hast nur zwei Garagen oder so. Ich muss mir mal einen coolen Platz aussuchen dafür. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was sind denn die besten Immobilien, die man hier holen kann? Das würde mich sehr interessieren. Das finde ich ganz geil hier. Garage für zwei Wagen, das ist natürlich nicht so geil, ne? Für zwei Wagen. Ich will mir einen holen, die vielleicht nah bei der Militärbasis sind. Ist das ein Teil verfolgten Polizist? Mich? Stellst du dich weg, Alter? Mich eigentlich nicht. Bum, 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 bum. Garage für sechs bum, bum, Wagen. Bum. Das ist doch nice. Du hast nur Garagen, kein Haus, wo du auch spawnst. Hä? Kein Haus. Ach so, das spawnt nur, wenn man auch ein Haus hat. Ey, warum tötest du mich gerade? Überhaupt nicht. Achso, ich hab das nur gehört. Ey, kein Vater, ich will mitfliegen. Ich lande auf deinem Auto. Ich will aber mitfliegen. Ich lande auf deinem Auto, aber ich will direkt auf deinem Auto landen. Okay, mach wie du meinst. Steig ein. Na, so. Warte, ich bin im Auto eingestiegen, ich wollte ja einsteigen. So, jetzt. Du lässt mich doch wieder raus, nein! Ah, okay, wieso fährst du mich denn um? Willst mich sicherlich rausschmeißen, steig hier an der Seite ein, das ist die einzige sichere Methode. Okay, hinter dir ist ein Wagen. Kannst du machst das noch kaputt, Alter. Au, wieso fährst du mich denn immer um? Willst du die andere Seite einsteigen? Ja, ich steig doch auf der anderen Seite ein. Nein, nicht die! Jetzt kann ich da nicht einsteigen. Ja, du sollst doch nicht die Seite einsteigen, die andere. Komm, lande mal hier unten, dann steig ich von hier oben so ein, okay? Ah, der fährt los, Gabe, Hilfe, rette mich, rette mich! Der fährt einfach weiter. Ja, nicht auf der Seite. Okay, ja, das war's. Alles wegen dem Krankenwagen, Alter. Das ist jetzt sau, das ist meiner. Okay, wieso hast du denn... Ist Sanitäter. Du kannst ja nicht einfach kaputt machen. Ist das Sanitäter? Hast du ihn getötet? Ja, der ist tot. Hey! Okay, oh, Kev, du bist verletzt! Hey! Ich rette dich! Nein, nicht! Kev! Hey, das war ein Faustschlag! Wie viel Geld hast du dir das gebracht? Warte, ich schau mal kurz hier. Ja. 50, übelst wenig. Haben die gefixt offenbar. Hoffentlich, Alter. Ich hab keinen Bock, immer so viel Geld zu verdienen. Das waren alles deine Praktiken. Wer selber hier, wie man in den Wald reinschreit, so halt es auch wieder hinaus, nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das so heißt. Irgendwie so, wie man. Gell, ich bin in einem Zaun gespawnt, wo ich nicht so leicht rauskomme. Das war mega kacke, Alter. Ich bin im Sumpf beim Militärhaus. Da kommst du hier raus. Okay. Ich will... Nein! Okay. Du bist ein Krankenwagen, der macht nicht Kranke, der hilft Kranken. Ich bin gleich wieder tot, Mann. Ich habe nur einen Strich. Na! Das ist übrigens unfair! Das ist gar nicht unfair. Ich hatte Angst um mein eigenes Leben. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle können wir die Folge eigentlich gut beenden. Artet das aus. Schreibt uns weitere Challenge-Vorschläge in die Kommentare. Wir freuen uns sehr über eure Mithilfe. Und ansonsten schaut natürlich auch bei Dena vorbei für die andere Sicht. Genau, beziehungsweise schaut bei Kev vorbei, damit ihr alle Sichten habt. Und das war's für die heutige Folge. Morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis nächstes Mal. Mach's gut. Ciao.